Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Route, nachdem wir diese schöne Stadt, dieses schöne Dorf im letzten Part besichtigt haben. Und ja, es warten neue Trainer auf uns. Wenn ich nur wüsste, welchem Pokémon meine Enkelin wohl am besten als erstes begegnen sollte. Mein Opa fängt mir ein Pokémon. Das führt dann mein Freund und ich reise mit ihm zusammen durch die Isho-Region. Ja, super. Wir haben schon genug Pokémon. Zumindest für dieses Abenteuer. Und ja, ich spiele heute am 1. Mer 1. Mai natürlich. Und deswegen haben wir jetzt wieder Frühling. Frühlingsgefühle. So, wir gehen wieder systematisch vor. Alle nach der Reihe killen. Das sieht aus wie so ein Pflanzen-Pokémon-Trainer. Ich habe sowieso Reshiram vorne. Und als nächstes ein Pokémon-Züchter, der kann alles Mögliche haben. Und Reshiram hat übrigens auch Hyperstrahl statt Schlitzer erlernt, weil das Vieh hat ja einen viel höheren Spezialangriff als einen physischen. Und deswegen hat Hyperstrahl viel mehr Sinn gemacht. Hier mal diese Mega-Feuer-Attacke, dann geht das Vieh down. Funpi. Da wechsle ich zu Arjen. Schön, die ganzen alten Pokémon zu sehen und ihre Sprites hier in dieser Edition. Oh, mach doch keinen Scheiß, Alter. Du gehst trotzdem down. Nein? Okay. Du überrascht mich sehr. Aber du kannst mir nichts anhaben mit deinen physischen Attacken. Meine Verteidigung ist viel zu hoch für dich. Regentanz will er lernen, kann aber vergessen. Wieso erlernt er so scheiß Attacken so spät? Klar. Das würde meine Wasserattacken verstärken, aber nee. Nee, danke. Und hier auch Tuska. Ich finde es schade, dass man hier nicht die Weiterentwicklungen sieht, weil wenn es schon, ja, sich alles auf Level 61 abspielt, dann hätte man hier durchaus auch schon die Entwicklungen zeigen können. Oder man hätte halt klein angefangen und dann später alles aufgebaut. Aber nein. Man kommt mir mit Vorentwicklungen auf einem überaus unmenschlich hohen Level und vor allem sinnlosen. Aber naja, ist halt so. Auch in Neko geht. Schnepke ist das letzte Vieh. Da kann ich auch nochmal Kampfattacken einsetzen oder halt Feuer. Stimmt, theoretisch werde ich jetzt wieder Flammenwurf ins Team nehmen. Oder ich bleib bei Feuersturm, mal schauen. Die TM für Flammenwurf, die werden wir demnächst finden. Man wird sehen, für was ich mich entscheide. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier weiterkommen. Und hier finde ich einen Mini-Pilz. Und die TM 53 Energieball. Das ist doch sehr schön. Die wollte ich eigentlich Kati beibringen. Aber, die momentanen Attacken haben sich so sehr bewährt. Weil eigentlich wollte ich Trugtrainer raustun, aber naja, das hat sich so als wichtig erwiesen, dass ich glaube ich. Ja gut, ich kann Spukball raustun, weil. Ja, mache ich auch. Ich habe es ja schon oft gesagt, Psyche und Geist ist für mich mehr oder weniger sehr oft das Gleiche. Und ja, eine Pflanzenattacke im Team zu haben, ist dann doch, finde ich, sinnvoller als ein Psycho-Pokémon mit einer Psycho-Attacke und einem Geist-Move. Nehme ich lieber den Energieball. Hi! Ein kleiner Junge mit drei Pokémon und nein. Das meint er jetzt nicht ernst. Das ist echt nicht wahr. Oh Mann, Feuer-Odem, komm. Lächerlich. Okay, Bibor hat er auch. Da kommen sie ja schon, die Entwicklungen, die ich gefordert habe. Und wahrscheinlich noch Kokuna, was? Hier, nimm die Feuerattacke. Kreuzflamme und down. Yay.
Ein Level Up. Und tatsächlich, Kokuna kommt auch noch. Lol. 63. Wer ist denn so blöd und trainiert ein Kokuna auf Level 63? Damn. Psycho ist sehr effektiv wegen dem Gift-Tipp. Oder hat er überhaupt einen? Na doch, muss er ja. Sonst wäre es nicht sehr effektiv. Und auch hier finden wir einen weiteren Mini-Pilz. Hier gibt es viele von denen. Und einen Belieber. Und scheinbar noch etwas irgendwo. Hier. Irgendwie. Aber zuerst hier gegen diesen Pokémon-Züchter kämpfen. Wieder drei Pokémon und da kommen wir mit Makuhite. Kampf-Pokémon aus der dritten Generation. Der zweite Arenaleiter in Pokémon Rubin Saphir Smaragd trainiert ein Makuhite. Camillo, glaube ich, heißt er. Riolu. Ah, der ist noch nicht stark, glaube ich. Der ist nur Kampf. Das ist die Vorentwicklung von Lucario. Egal, ich mache jetzt einfach mal Kreuzflamme. Ja, einen Stahltipp hat er jedenfalls noch nicht. Wenn dann nur Kampf. Demnach wäre Sondersensor das Richtige gewesen. Aber down ist er so und so. Und Rabautz bekommt wieder eine Psychoattacke. Denn seine Entwicklung ist sehr interessant. Der kann zu Capoeira, Nokshan und Kikli werden. Und das hängt von den Werten ab, die er auf Level 20 hat. Je nachdem, wie das dann ausschaut, entwickelt er sich zu dem jeweiligen Pokémon. Das ist sehr interessant. Wie ich finde. Hi, Süße. Du willst auch kämpfen? Aber gerne doch. Da habe ich nichts dagegen. Okay, ich nehme es zurück. Wenn du mir mit solchen Loser-Pokémon kommst, dann ist das für mich eher Zeitverschwendung. Feuerrode! Hoffentlich bietest du mir auch noch die Weiterentwicklung. Und why the hell überlebt er das? Glaub's ja nicht. Burma-Dame! Okay, ein Pokémon aus der vierten Generation. Das kommt jetzt ein wenig unerwartet. Dessen Form hängt ja, soweit ich weiß, von der Umgebung ab. Bäm. Und weg. Level 53, ja. Auch besiegt. Schau mal zurück. Nee, ein Doppelkampf, ja. Ich glaub's ja nicht, du. Wie geil. Gibt's sowas auch noch? Das vernachlässigen die Entwickler ja ein wenig und wow, was seid ihr denn für welche? Oh. Sie sind schön, die Pokémon nicht. Also gut. Dann, gibt's einen Sondersensor. Und Blizzard. Oh, er greift mit Psychokinese an. Sehr effektiv sogar. Beide sind sehr schneller. Jetzt meine Pokémon. Drecksviecher. Achso, der ist... Ja, ich hab's mit... Nein. Sorry, ich hab's gerade mit Zubat verwechselt. Der ist ja selber vom Typ Psycho. Das ist Zubat eben nicht. Den konnte man mit Psychokinese besiegen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Gott sei Dank hat Blizzard getroffen und einen von denen aus dem Weg gehauen. Muss ich noch das überleben? Eigentlich dumm. Also wenn er Reshiram angegriffen hätte, dann wäre er down gewesen. Ich bin überrascht, wie viel das auch abzieht. Also... Wow. Na gut, die sind auch 10 Level höher als ich. Oh Mann. Nein, nicht ich bin overlevelt, sondern die. Da seht ihr es mal. Auch die Trainer können overlevelt sein. Wir sind schon fertig mit der Route. Das war's bereits. Gras halt noch wilde Pokémon und so. Und wir kommen zu einer Stadt, die der vierten Generation angehören könnte. Tessera. Eine sehr idyllische Stadt mit, ja, Swimmingpool. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? Willkommen in Tessera, wo die Leute sich noch an die Regeln halten. Und zwar bei Tag und Nacht und nicht immer erst in die Kommentare schreiben und keinen Blog von Galkentri-Ding provozieren. Meine Mama sagt immer, erster schreiben ist scheiße, deswegen höre ich auf sie.
Oh Mann, ich habe mal erst in die Kommentare von Galkan geschrieben und schon hat er mich blockiert, Mann. Ich bin so dumm. Ja, das nehme ich. Nehme ich auch an, da. Also wenn man erster schreibt, dann ist der IQ wirklich unter 30. Pokémon heilen. Was ist denn das für ein Typ? Schaffner oder was? Seitdem ich hierher versetzt worden bin, drehe ich den lieben langen Tag Däumchen und schaue die Videos von Galkind, um meinem Leben einen Sinn zu geben. Aha. Das finde ich ja sehr interessant. Ich bin ja wohl in eine Stadt geraten, wo ich sehr beliebt bin. Kennst du die Grasidea? In der Sinnoh-Region ist es seit langem Tradition, einen Strauß Grasidea zu überreichen, um seine Dankbarkeit zu zeigen. Ja, das Zeug hat ja mit Scheimen zu tun, mit der Scheimenform. Ein Blick auf deine Arena-Orden und die damit verbundenen Erinnerungen verrät mir, mit welchem Pokémon du Seite an Seite gekämpft hast. Möchtest du mir deine Arena-Orden zeigen? Ich bin übrigens Nadel, die Alte von Bolin, weißt du schon, der hat mich ständig gefiegt, ne? Also, du kannst, also ihr könnt hier sehen, mit welchem Pokémon ihr den Orden bekommen habt, beziehungsweise mit welchem Team. Was das soll, weiß ich nicht. Aber kann man auf jeden Fall von dieser Frau nochmal erfahren. Ist da was? Nee, ne? Nee. Ah, ganz chillige Stadt. Schaut auch nicht so schlecht aus. So viele Einwohner hat sie aber auch nicht. Da ist der Schwimmpool auf dem Dach. Hier leben wohl nur die reichen Leute, oder wie? Schaut jedenfalls so aus. Oh, was machen die denn da? Oder was? In unserer Welt gibt es so viele verschiedene Meinungen und Ansichten, wie es Menschen gibt. All diese unterschiedlichen Menschen zu treffen und von ihnen lernen zu können, ist für mich die reinste Freude. Ich bin beruflich derart eingespannt, dass ich nur etwa einmal pro Woche zu Hause bin. Es tut mir vor allem leid, dass ich nicht mehr Zeit mit meiner Frau verbringen kann. Beruf und Privatleben sind mitunter eben schwer unter den einen Hut zu bringen. Ach, das ist ein Geschenk, das ich ihr von meiner Dienstreise mitgebracht habe, aber sie braucht es nicht. Nun, dann gebe ich es dir. Morbbeere. ETF. Am Morgen bin ich wieder auf Dienstreise. Ich bin wirklich ein Angestellter, wie er im Buche steht. Könnt ihr mir mal eben in die Kommentare schreiben, was eine Morbbeere macht, weil das höre ich zum ersten Mal. Keine Ahnung, ey. Elixier! Unsere Großmutter ist eine richtige Märchentante, Mann. Wenn sie erst einmal loslegt, zieht sie eine Stunde lang mit ihren Märchen in den Bann, Alter. Spätabends wird sie dann aber doch müde und so schläft sie des Öfteren mitten in einer Geschichte ein, Mann. Sie ist immer noch kerngesund, weil sie sich stets in der Mütze schlafen könnte, ne? Wie was? Wie bist du denn? Bist du gekommen, den Geschichten eines alten Mütterchens zu lauschen? Ja, okay. Also dann erzähl ich mal. Also, ja, gestern habe ich Galkind auf YouTube gefunden und gleich meine Enkelin gezeigt. Und ja, die fand ihn richtig geil, hat ihn auch sofort abonniert. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Die Videos sind echt epic. Ey, geile Stadt. Was ist das hier? Topschutz! Sehr gut. Ab hier führt die Route entlang der Küste durch ein wahres Anglerparadies. Ich versuche jeden Tag bei Glück und werfe hier meinen Angler aus. PS, Stony ist scheiße. Wow, also das ist ja echt eine Galkind-Stadt. Sogar Stony wird gehatet hier. LOL. Naja, gehen wir weiter. Route 13. Die ist schon etwas Besonderes, denn hier gibt es eine Abzweigung zu einer Höhle und dort ist ein sehr, sehr starkes, legendäres Pokémon. Aber auch das werden wir in einem Bonus-Part fangen. Ich möchte jetzt erstmal schnell durch die ganzen Routen durchkommen und dann werdet ihr so gut wie alle legendären Pokémons zu Gesicht bekommen. Also ich versuche euch so viel wie möglich zu zeigen, was halt alles geht, ne? What the hell? Habe ich den gerade besiegt oder hat er sich selbst besiegt? Tatsächlich hat er sich selbst... Hä? Was hat denn der für eine Attacke eingesetzt? Der hat sich selbst umgebracht. What the fuck? Das muss ich mir im Video später anschauen. Was geht denn?
Maul. Knilz. Ach, ihr ganzen Noobs, ihr könnt mich mal. Sondersensor. Was? Überlebt er. Und dann kommt er mit Samenbomben. Das ist eine gute Attacke, aber Pflanze ist natürlich witzlos gegen mich. Und nochmal. Weg. Dreckviech. Yeah. Und nee, ne? Hier brauche ich jetzt den Zerschneider. Oh Gott. Darf ich den jetzt extra deswegen holen, ja? Sieht so aus. Problem gelöst. Gucken wir mal. Was ist dahinter? Zerschnitten. Und wir finden... Oh, etwas, was es nicht wert war. Naja. Weiter. Hallo. Ich möchte gegen dich kämpfen, mein Bruder. Einen Kader. Scheiße, hätte ich eigentlich auch gleich meine Pokémon heilen können. Dann hätte ich wieder volle AP bei Kreuzflamme, aber naja. Nach dem Part dann. Bam! Take this! Level erreicht. Und Drachenpuls möchte das 4 lernen. Das ist ein good job. Hat Stärke 90, 100 Genauigkeit, ist spezial und ist besser als Feuerodem. Deshalb kommt das rein. Oh yeah. Sehr gute Attacke. Moterpe. Den kann Reshiram auch besiegen. Aber klar doch. Kreuzflamme. Boom. Geowned. Ha ha ha. Safcon? What the hell? Why that? Nimm den Hyperstrahl. Hast du verdient. Noob. Volltreffer. So gehört sich das. Beim letzten Pokémon setze ich immer sehr gerne starke Attacken ein, weil dann kannst du ja keine Runde aussetzen, weil... Naja, der Kampf ist vorbei. Das ist immer eine ganz gute Taktik. Finde ich. Und das ist wohl ein Angler. Da packe ich Kati aus. Nicht Reshiram. Kati? Hi! Tentache! Oh lol, wie hab ich dich vermisst, Tentache? Das glaubst du gar nicht. Psychokinese! What? Überlebt! Trotz Dab und sehr effektiv. WTH. Es gibt Dinge, die glaubt man nicht. Baldorfisch. Da kann ich auch wieder Donnerblitz oder halt Psychokinese einsetzen. Oder Psychokinese stärker. Deswegen setze ich das ein. Und oh Gott. Erstmal eine Hydropumpe aufs Maul. Und jetzt kommt Psychokinese. Der überlebt's nicht. Level 59. Magieraum will sie erlernen. Was ist denn das? 10 AP. Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über 5 Runden die Wirkung aller von Pokémon getragenen Items aufgehoben ist. Und das willst du auf Level 59 lernen. Sag mal, bist du behindert? Vergiss es. Honk. Tentoxa. Ja, wenn Tentacha mein Psychokinese überlebt hat, dann wird es der auch schaffen. Ja, da bringt es mir jetzt auch nichts, wenn ich Trubträne einsetze, weil ich so oder so 2 Runden brauche, um ihn zu besiegen. Ist da denn, der Trainer setzt einen Trank ein, aber das glaube ich mal nicht. Oh, nur die Hälfte knapp. Das geht. Ja, klar. Am Ende eines jeden Parts muss noch ein Pokémon von mir sterben, das ist ja Tradition. Ich hab schon geahnt. Ja, gut. Was soll ich jetzt da einsetzen? Das ist so klar gewesen, ey. So klar. So klar habe ich meine Scheiße. Wobei die eher schmutzig ist. Was laber ich? Oh mein Gott, down. Immer noch... Alter, was zur Teufel? Wie der abgeht. Also die Trainer werden jetzt doch schon stärker. Ziemlich anspruchsvoller auch. Alter. Da ist auch noch einer, oder? Ist das ein Trainer?
Was ist da unten? Ach, da geht's dann weiter, ne? Ja. Okay, Guys, dann machen wir an diesem paar... ja, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Tschüss!